an Sie. Hier? Hier? Ja, das war der Link. Der Pressesprecher von Schäuble ist übrigens heute zu Hause gesehen. Haben Sie denn die Presseerklärung verteilt? Da laufen schon die Karte. Nee, jetzt noch ein bisschen Spaß machen, aber falls man denkt, welche Sachen. Ein bisschen Spaß machen, dann weiß ich wenigstens, wo wir sitzen. Dabei haben Sie das doch vor einer Stunde noch gesagt, dass das gemacht werden soll. Nur Wetter abgekriegt. Hätte ich drauf merken können. Frau Timmermann, ne? Können Sie das mal im Augenblick so Sachen für mich? Ja, nach. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des Innenministers zum Abschluss des Castor-Transports 2010 hier in der Polizeiliegenschaft in Lüchow. Der Innenminister steht jetzt Ihnen Rede und Antwort und für Ihre Fragen bereit. Ebenfalls der Polizeipräsident von Lüneburg, Herr Niehörster, und der Einsatzleiter der Bundespolizei, Herr Osterroth. Einige, die schon in Hannover bei der Pressekonferenz dabei waren, kennen wir schon alle Beteiligten. Und der Landespolizeipräsident, Herr Bruhls. Bitte, Herr Schümmer. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Der Castor-Einsatz 2010 war, wie befürchtet, ein äußerst schwieriger, lang andauernder, kräftezehrender, aber letztendlich erfolgreicher Einsatz. Die Polizei hatte den Auftrag, die 11 Castoren in das Zwischenlager nach Gorleben sicher zu begleiten und auf der anderen Seite auch friedliche Demonstrationen zu sichern. Ich bin froh, dass die Demonstrationen zu einem großen Teil friedlich abgelaufen sind. Allerdings mussten wir auch, wie befürchtet, feststellen, dass eben auch Gewaltbereite hier ins Wendland gekommen sind und insofern auch Straftaten begangen haben. Die Konzeption der Polizei ist aufgegangen. Wir haben friedlichen Protest nicht nur abgesichert, sondern haben mit Kooperationsgesprächen insgesamt auch erreichen können, dass hier eine insgesamt friedliche Stimmung geherrscht hat. Allerdings, wenn Straftaten begangen worden sind, insbesondere wenn man versucht hat, auch das sogenannte Schottern durchzuführen und wenn man Gewalt gegenüber Polizisten verübt hat, ist die Polizei konsequent eingeschritten. Dieses ist lageangemessen und absolut korrekt insofern auch abgelaufen. Insofern darf ich mich bei der Einsatzleitung, aber auch bei allen Vollzugskräften ganz herzlich bedanken, dass sie entsprechend auch reagiert haben. Die einzelnen besonderen Ereignisse haben Sie verfolgt und werden Sie sicherlich auch noch befragen. Aber gut war, dass der Auftakt mit der Schülerdemonstration friedlich stattgefunden hat und insbesondere ja auch die Auftaktdemonstration auch weitgehend friedlich abgelaufen ist. Es sind etwa 20.000 bis 25.000 bei dieser Demonstration gewesen. Es gab einen Vorfall, der sehr konsequent dann auch von der Polizei beendet worden ist und man versucht hat, eine Straße dann auch zu unterhöhlen. Hier ist konsequent vorgegangen worden. Dieses war die richtige Reaktion. Als dann am nächsten Tag die Aggressivität sich gesteigert hat und hier insbesondere die Polizei auch zum Teil angegriffen worden ist, nicht nur durch Steine werfen, sondern auch durch Lichtmunition und durch andere Dinge, war keine andere Möglichkeit, als dieses konsequent auch zu verfolgen. Hier ist durchaus auch der Schlagstock angewandt worden
Und das ist sicherlich auch richtig und angemessen gewesen. Ansonsten, wenn die Blockaden, die stattgefunden haben, insofern auch friedlich zumindest auch dargestellt worden sind, hat die Polizei auch entsprechend reagiert. Wenn Sie sich vorstellen, dass eben auch auf den Gleisen etwa auch in einer schwierigen Situation dort, räumlichen Situation, 1000 und 1100 dann weggetragen werden mussten, dann ist das sicherlich in dem Zusammenhang auch die richtige und angemessene Reaktion der Polizei gewesen. Es ist zusammenfassend festzustellen, dass wir nicht nur etwa zwischen 20.000 und 25.000 friedliche Demonstranten hier im Wendland gehabt haben, sondern dass wir etwa 300 Autonome hier hatten, die auch entsprechend hier eingeschritten sind und insofern auch Reaktionen ausgelöst haben. Und darüber hinaus etwa 4.000 bis 5.000 eventorientierte Demonstranten, die Aktionen geplant haben, durchgeführt haben und die durchaus auch bereit waren, gegenüber der Polizei eben auch tätig zu werden. Und insofern war das insgesamt eine schwierige Situation. Wir haben es zu tun gehabt mit mehr Blockaden als in der Vergangenheit, schon auf dem Weg von Frankreich hier ins Wendland. Dieses haben Sie verfolgt. Dies hat immer wieder auch Kräfte gefordert. Aber der Haupteinsatzraum war hier das Wendland. Und hier sind Blockaden durchgeführt worden, die die Polizei schon stark gefordert hat. Es ist auch durchgeführt worden, Blockaden im Bereich von Straßentransport. Das hat die Polizei teilweise durchaus auch vor logistische Probleme dann gesetzt. Und insofern musste man auch darauf reagieren. Das hat zum Teil dazu geführt, dass die Polizeikräfte länger im Einsatz bleiben mussten, als das eigentlich geplant war. Das hat weniger damit zu tun, dass zu wenig Kräfte zur Verfügung gestanden haben, sondern das hat mit diesen Blockadeaktionen zu tun. Wir haben, nachdem wir gesehen haben, dass der Einsatz länger dauert, Gott sei Dank von den anderen Bundesländern noch 13 Einsatzhundertschaften am Sonntag erhalten, die dann auch am Montag einsatzbereit waren. Das sind etwa 1080, die wir noch zusätzlich bekommen haben. Das ist eine hervorragende Solidarität, gerade von den anderen Bundesländern, von den anderen Innenministern, die hier sofort auch reagiert haben und diesen Einsatz auch unterstützt haben. Unterm Strich müssen wir feststellen, dass es insgesamt 8 Festnahmen gegeben hat, 172 Strafverfahren, davon 15 nach dem Versammlungsgesetz. Nach dem SOG haben wir 1316 in Gewahrsamnahmen, 306 Platzverweise. Dann haben wir entsprechende Versammlungsanmeldungen, die Sie aber ja auch kennen. Wir haben insgesamt 11.836 Einsatzkräfte der Polizei der Länder hier vor Ort gehabt, davon aus Niedersachsen 5.091 und die Einsatzkräfte der Bundespolizei waren 8.156. Wir mussten 131 Polizeibeamten hier mit Verletzungen beklagen. Davon sind 78 durch Einwirkung von Störern verletzt worden. Bei den anderen war es zum größten Teil dann durch eigenes Verschulden, in Anführungsstrichen, dann zu den Verletzungen dann auch gekommen. Ich bin froh, dass der Castor jetzt heute oder die Castoren heute um 9.50 Uhr das Zwischenlager erreicht haben. Ich bin dankbar, dass die Polizeikräfte wirklich angemessen reagiert haben. Ich weiß, dass es teilweise
dazu geführt hat, dass sie bis an die Grenzen ihrer Belastung dann auch gekommen sind. Das hat etwas damit zu tun, wie ich es gerade dargestellt habe. Aber insgesamt konnte ich mich gestern auch schon davon überzeugen, dass hier die Polizeikräfte durchaus in einer guten Verfassung sind und insofern auch eine angemessene Stimmung hier im Bendland bei den Polizeikräften geherrscht hat. Herzlichen Dank insbesondere für die Zusammenarbeit auch mit den anderen Bundesländern, aber natürlich auch mit dem Bund. Und wirklich ein großes Lob an die Einsatzleitung, die hier immer dann, wenn es notwendig gewesen ist, konsequent eingeschritten ist, aber auf der anderen Seite alles versucht hat, auch kooperativ mit den Demonstranten hier die Lage in den Griff zu bekommen. Also die Einsatzkonzeption ist aufgegangen. Dafür herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Ich schlage vor, dass wir dann nach der Reihenfolge des Transportes gehen und Herr Osterroth zunächst für die Schiene einige Zahlen. Stimmen aber die Schilder nicht mehr. Ach, fürs Radio ist